Hallo Leute, seid willkommen, und zwar euer Remi am Start. Es geht heute um die Materialbeschaffung. Wo ist dann unsere Lieblingsstelle? Die möchte ich euch gerne zeigen für das Neubreitung. Machen wir da hin und sammeln ein bisschen was ein für die rote Beete. Und zwar haben wir hier auf der Karte wirklich schon gekennzeichnet bzw. zig Vorkommen, die hier zu sehen sind. Wir werden einfach mal ein kleines Stacken, ein paar Minütchen einsammeln und dann möchte ich euch gerne zeigen, bei Remi am liebsten diese rote Beete, die ja in der Regel auch noch gut schmeckt, dann einsammeln tut. Da ist sie, die rote Beete. 4 Gold ist da Stückpreis und das Kraut ist wirklich nicht schwer zu sammeln. Wir brauchen einen relativ kleinen Skill dazu. Und ja, nun gucken wir nur noch halt, wo wir sind, sammeln ein paar Vorkommen ein und dann, wie gesagt, zeige ich euch gerne die Stelle, wo die Mengen an Rotbeete dann herkommen. Da haben wir unsere nächsten Vorkommen an rote Beete, die lassen wir jetzt aber wirklich mal stehen. Und da haben wir nochmal rote Beete und da haben wir nochmal rote Beete. Also rote Beete, soweit das Auge reicht, wer da rote Beete braucht. Wir haben hier auch keine großen, schweren Gegner mit am Start, sondern relativ kleine. Dann, man braucht ja auch bloß einen kleinen Kräuterkunde-Sammelfähigkeit für die guten. Da haben wir gesagt, die lassen wir stehen, um auch wirklich zu zeigen, hier ist genug rote Beete, dass man relativ fix am Abfarmen sein kann. Zack, da haben wir schon, geht es weiter und weiter und weiter mit unserer roten Beete. So, und dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um in der Nähe. Wo haben wir denn noch mehr rote Beete und noch mehr rote Beete? Noch mehr rote Beete, die lassen wir jetzt mal da stehen, damit man wirklich sieht, dass das Ganze hier relativ fix gehen kann, wenn man rote Beete benötigt. Da haben wir hier auf der anderen Seite, oh, Bisongras, das wollen wir ja nicht haben, also lassen wir das mal stehen und kümmern uns mal um die rote Beete. Da können wir gleich mal schauen, wie viel wir hier in 5 Minuten dann auf die Schnelle wirklich hinbekommen. Dann hatte gerade der Taschen leer gemacht, kann man an der Stelle nicht sagen. Sie sind ja rappelvoll, aber rote Beete haben wir hier quasi jetzt nicht mehr mit am Start im Moment und von daher ist es bei 0 gewesen. Das heißt, wir können wirklich sehen, wie viel rote Beete sammelt denn Remi hier mal fix in 5 Minuten. Oh, das war ja wenig. Da war ja nicht viel drin. Das war ja eine mini-rote Beete. So,
Die zwei nehmen wir noch mit und dann schauen wir mal, was haben wir da zusammengesammelt. So, und zwar haben wir da wirklich wenig dir nichts fix. Normalerweise haben wir schon 40 Stück. Das Ganze ein Ladenpreis oder Verkaufspreis von 4 Gold pro Stück. Wir haben jetzt in 5 Minuten 42 rote Bilder gesammelt und das geht wirklich weiter und weiter und weiter. So, nun möchte ich euch auch meine Lieblingsstelle hier zeigen, wo man quasi die rote Beete hier wirklich tonnenweise abfarmen kann. Es gibt auch andere Stellen, wo noch rote Beete mit vorkommen. Aber für mich ist jetzt hier eigentlich wirklich mein Favorit. Die Stelle hier in der Mitte um den Dorian Zoo haben wir hier nach links, nach rechts in beide Richtungen, Richtung oben Tangena noch ein bisschen. Und ja, ich sag, das war eigentlich mein Favorit in puncto Farmstelle für die rote Beete. Da, also da kann man glaube ich nichts meckern. In 5 Minuten hier 42 Stück zu bekommen, das ist schon wahnsinnig viel. Und da wollen wir auch gar nicht klagen. Deswegen, ihr habt es gesehen, wo gibt es rote Beete bergeweise zu holen. Ich hoffe, dass es bei euch ebenfalls so ist, dass die rote Beete also immer wächst, wenn sie denn von euch benötigt wird. Sag an der Stelle danke fürs Zuschauen. Wer möchte, kann gerne ein Like da lassen, den Kanal abonnieren, würde ich mich sehr darüber freuen. Und in dem Sinne, dann euer Remi sagt auf Wiedersehen und man sieht sich.